Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Wir wollten noch Karten spielen. Nachdem wir die ganzen Kartenmissionen beendet haben, haben wir hier noch genügend Herausforderer. Oh, schau, hallo, Madame. Die Kamera, Rihanna. Zeig mir deinen laszivsten Spielerinnenblick. Was? Sex? Entschuldige mal bitte, wir sind im Shooting. Nein, warte. Sag mal, bist du vielleicht ein Kartenspieler? Supi, prima! Ich bin Rihanna, ein Newcomer-Model. Wir haben uns etwas für eine Bilderserie überlegt. Und zwar wollen wir als Aufmacher eine Partie Blut der Königin nachstellen. Du könntest uns dabei sehr helfen. Würdest du als mein Gegner auftreten? Also, aber nur, wenn ich dich auch besiegen darf. Also, wir hatten ja neue Karten bekommen. Oh mein Gott, haben wir viele neue Karten bekommen, tatsächlich. Also ich würde vielleicht... um 3 ist halt schon stark. Ersetzt eine Verbündete und reduziert die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten im Effektbereich um den Wert der zerstörten Karte. Eigentlich auch nicht schlecht. Ja, die Gina Tuck hätte ich gern. Also, Moment. Ich würde vielleicht... Welches nehme ich denn weg? Ich glaube, dafür den Geist der G. Dann passt das auch wieder. Dann ist das sehr gut ausgeglichen. Warte, wo war Tifa? Wobei ich eigentlich... Okay, jetzt ganz eigentlich. Vincent rein. Und ihn als Opferlamm. Für eine meiner Drauflegkarten. Das würde ich sehen. Tifa will ich auch mit drin haben. Weil die ist das perfekte Gegenstück zum Kosmoritter und gibt noch plus 5 in der Reihe. Was tun wir denn dafür raus? Also ich würde... Wen nehme ich denn gar nicht? Also Sephiroth nehme ich eigentlich fast gar nicht. Wenn wir ehrlich sind. Boah, ich weiß tatsächlich nicht. Boah, schwierig. Ich würde den erstmal wegmachen, auch wenn ich dann gar nichts mehr nach hinten raus habe, aber gut. Wen packe ich denn noch weg? Vier Drauflegkarten finde ich gut. Zwei Dreier eigentlich auch. Vier Zweier eigentlich auch. Ich pack das mal weg. Mal gucken. Let's go. Was haben wir denn Schönes? Ja, kann man mit anfangen, würde ich sagen. Astro. Okay, was macht er jetzt? Das finde ich tatsächlich sehr gut, weil dann kann ich einfach mal versuchen, so nach vorn zu schießen. Schön. Nee. Boah, was mache ich denn? Oh, was mache ich da nur? Mache ich jetzt so? Ich mache so. Und hoffe einfach, dass er da oben nicht so viel Schwachsinn anstellen kann. Okay. Pardon-Problem. Also eigentlich haben wir schon gerade ein kurzes Problem. Obwohl, let's go. Ja, blöd jetzt.
Ich hab so viele Einerkarten, aber irgendwie habe ich gar keine mehr. Aber gut. Nee, das finde ich jetzt richtig scheiße von dir. Warte. Das. Wow. Hab gewonnen. Du kannst gar nichts. Ja, sag ich doch. Du kannst mir gar nichts. Wenn ich jetzt so mache. Oder so. Nee, so. So mache ich. Nee, jetzt hat er eine Karte, der Kaki. Nein! Ich hab die gerade warm gehalten. Oh. Nein. Nein, du... Boah, du Kacki. Ich muss... Ich muss leider... Boah, diese... Ich hätte gewinnen können, ohne dass ich irgendwas machen muss. Leider. Dann würde ich das mal machen, weil die Reihe bekomme ich. Also die bekomme ich safe. Jo, die Frage ist jetzt, macht das überhaupt Sinn, tiefer noch zu legen? Sie tiefer zu legen? Oh. Ich mach mal so erst. Eigentlich müsste es fast schon egal sein. Er hat 17 da oben. Nein! Er gewinnt! Nur weil ich größenwahnsinnig war. Also es hat ganz gut funktioniert. Ich wollte natürlich nur die Karten kurz ausprobieren. Alles andere war ja nur... Also mal ein Versuch, nicht wahr? Ja, ich fange einfach so an. Oh mein Gott, ich bin so doof. Ich hab's genau falsch rum gemacht. Ich, Gott, verdammte Trotteline. Was war das denn? Eigentlich kann ich jetzt schon wieder aufhören. Ja, wisst ihr was? Das war total dumm von mir. Das starten wir neu. Das zählt gar nicht. Immer noch First Try. Wir sind also immer noch... Wir sind in der ersten Hälfte des First Tries. Ja? Damit das klar ist. Den würde ich mal wegpacken, weil der bringt mir gerade nichts. Und dann beginnen wir. Das finde ich eigentlich ganz schön, so als ersten Einstieg. Muss ich ehrlich sagen... Und dann würde ich vielleicht so machen. Und dann würde ich vielleicht so machen. Nee. Joa. Nee. Ja, vielleicht so. Den Move habe ich jetzt nicht verstanden. Aber ist schon in Ordnung. Ja,
Ja. Und jetzt Dio. Sollte ich einfach aufhören? Ich weiß es nicht. Nee, ich muss lernen zu gewinnen. How to win. Ja, dann machen wir so. Oh, tiefer weg. Oh, das ist aber gemein jetzt. Oh, tiefer weg, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Oh nein, jetzt spielt er was. Bitte nicht meine Dreierkarte. Okay, hatte ich ja nochmal Glück. So, ein schöner Sephiroth hier rein. Ein Cheffi. Boah, der knallt rein. Ich könnte noch upgraden, aber ich lasse es. Ich glaube, das war mein höchster Sieg bisher. Ich glaube, 50 hatte ich noch nicht. Heretische Schöpfung. Ersetzt eine verbündete Karte und reduziert die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten im Effektbereich um den Wert der zerstörten Karte. So ein doofer Mist! Dieser ernste Blick, die verdrießlich in die Höhe gezogenen Brauen, der Schweiß, der von der Stirn tropft. Einfach perfekt! Ja. Das sind die besten Fotos, die ich je von dir geschossen habe. Und du erst Kartenheld. Das hätte ich nie gedacht, dass mir hier so ein Rohdiamant über den Weg läuft. Schon mal überlegt, Fotomodell zu werden? Oh, gute Idee. Zusammen könnten wir als Kartenmodels so richtig durchstarten. Du kommst bestimmt ganz groß raus. Was sagst du? Verzichte. Wir werden hier noch ein paar Fotos mehr schießen. Schau doch mal wieder vorbei, wenn du die Zeit findest. Nee, danke. Ich bleib bei Tifa. Wenn ich mit jemandem model, dann nur mit Tifa. Ich könnte hier stundenlang aufs Meer schauen. Dann haben wir dorthin... Ah, drinnen, oder? Oder wo? Das müsste drinnen sein. Ja. War ich hier jemals? Da weiß ich gar nicht, welche ich einsetzen soll. Hallo. Hey du, du kommst genau richtig. Willst du nicht mal gegen meine Kärtchen hier antreten? Klar. Mein Name ist Dukatscha. Meine Karten lieben mich fast so sehr, wie ich sie liebe. Es gibt einen Trick, um die Liebe der Karten zu gewinnen. Und zwar muss man ihnen gut zureden, sie mit Komplimenten überhäufen und liebkosen. Jeden Tag, den ganzen Tag. Auch bei mir wird es langsam mal wieder Zeit, sie zu loben und ihnen zu sagen, wie stark sie sind. Deswegen bitte ich dich, mein Gegner zu werden. Warum kleben deine Karten so? Rictus. Aber ich bin doch Stufe 9. Warum muss ich gegen 7er kämpfen? Ist meine Frage. Ich würde Sephiroth mal austauschen und hoffen, dass ich einen 2er bekomme. Gut, erstmal noch nicht. Ist aber gar kein Problem. Das kriegen wir natürlich trotzdem hin. Nicht wahr? So, dann würde ich so. Und. Boah, weiß ich gar nicht. Mache ich so? Nee, ich mache so. Ja. Mhm. Finde ich nicht gut, aber gar kein Problem. Hm. Du Kackibärt! Was soll die Kackibärtigkeit hier? Boah.
Nee, finde ich richtig kacke von dir jetzt. Boah, der ist schlimm, oder? Ich glaube, der ist richtig schlimm. Ich glaube, der macht mir das Leben zur Hölle. Oh, bitte. Oh, Gott sei Dank. Da hatte ich aber gerade so noch mal Glück, nicht wahr? Nein! Du Miesling, du fieser Kacki. Kacki eben. Okay. Also. Ja, machen wir doch so. Die Frage ist jetzt, wenn ich den lege, reicht das leider nicht. Aber ich könnte... Ja, ich lege erstmal den. Ich will die Reihe auch noch wenigstens ausgleichen. Wisst ihr? Jetzt habe ich Sephiroth gezogen. Hätte ich das mal... Obwohl, es wäre egal gewesen. Ich könnte... Das ist tatsächlich gar nicht so unstark. Lass uns das machen. Gut, aussetzen, fertig. Hätte ich jetzt noch den Toko-Jockey gehabt. Entsprechend der Anzahl von anderen geschwächten Verbündeten und gegnerischen Karten steigt die Stärke um 1. Nee, ich bin mehr so der Positive. Beruhige dich. Welch tiefer Stich ins Herz. Anscheinend lieben dich die Karten mehr als mich. Sage es mir. Welche geheimen Worte flüsterst du ihnen ins Ohr? Verstehe. Du sprichst durch deine Taten zu ihnen, richtig? Das werde ich beherzigen. Übrigens... Hast du schon von jener Karte gehört, die es nur einmal auf der Welt geben soll? Der blutroten Königin? Was würde ich dafür geben, nur einen Blick auf sie erhaschen zu können? Falls sie wirklich existiert. Ich wette, sie ist eine unfassbare Schönheit. Oh, schön, dass hier nur Bekloppte rumlaufen und Karten spielen. Okay, wir müssen nach unten. Und hier lang. Ist das Materia? Ist das Eis? Ein Prosi der Gemütlichkeit oder so ähnlich. Mit einem Wheelie lässt sich Gott. Okay, da muss ich rein. Ich glaube, hier muss ich rein. Ja. Herzlich willkommen. Oh. Hier bei uns im Costa del Sol. Oh mein Gott. Gibt es denn hier wirklich niemanden, der mal eine Weile als Sandsack herhalten kann? Was guckst denn so? Bock auf Bambule oder was? Was, Bambule? Hey, entspann dich mal wieder. Ich rede nicht von einer Schlägerei oder sowas. Mein Name lautet McCoy. Ich bringe mich hier in Costa für die nächste Boxmeisterschaft in Form. Mit Blut der Königin schärfe ich meine Sinne und mein taktisches Verständnis. Hör mal, willst du nicht eine Runde Sparring gegen mich bestreiten? Na klar, let's go. Zählt Lidrel auch als normaler Gegner oder warum fehlen... Ich dachte... Oder war... Doch, es waren 4, glaube ich. Ja, doch, es waren 4. Okay. Sephiroth wieder raus und Spiel beginnen. Joa, machen wir mal so. Dann würde ich tatsächlich gerne so mal machen. Das war mir doch schon wieder klar, du Kaki. Blöd jetzt. Aber vielleicht machen wir erstmal so.
Ja, ich habe das Gefühl, das läuft gerade nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich müsste noch mal neu anfangen. Das wird jetzt nicht first try. Glaube ich. Der ist da schon ein bisschen... New York, ne? Ich könnte den halt holen oder den. Wobei ich halt nicht weiß. Ich würde erstmal den holen. Der kriegt schon wieder Punkte dadurch. Ich glaube, es hackelbärtet. Boah, du Arsch. Oh mein Gott. Was ein Braten. Nicht tiefer töten. Das sind meine plus 5 Extrapunkte. Nein. Was soll denn das? Oh nein. Nur weil ich keinen legen konnte. Naja. Sag mal, Leute, jetzt was wird denn das hier? Ey, der kriegt immer Punkte, wenn ich was zerstöre. Okay. Weißt du, die Frage ist, wie plus 5? Also, ich würde jetzt gewinnen. Was passiert, wenn ich das mache? Ich gewinne einfach. Ich habe keine Lust. Das sind Zweige. Oh. Der hat so Antikarten. Ich habe die positiven Karten, die stärkenden Karten, nicht die schwächenden Karten. Ich gewinne lieber, indem ich mich verbessere und nicht andere schwächer mache. 33 gegen 11. Rang 2 Soldat. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 3. Autsch! Ich muss leider zugeben, da hast du mich ausgenockt. Du hattest stets die Deckung oben und hast zum entscheidenden Zeitpunkt die Treffer gelandet. Jede Gelegenheit wurde von dir gnadenlos ausgenutzt. Unser Kampf war heißer als die Sonne und hat ein Feuer in mir entfacht. Ich glaube, durch dich habe ich meinen Kampfgeist wiedergefunden. Jetzt brenne ich wieder darauf, in den Ring zu steigen. Danke dafür. Gern doch. Wir freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Das Brett ist auf... Ja, das Brett steht da. Nein. Runde Füße waren gestern. Heute reist man... Müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Da. Gut, dann gleich zum nächsten. Ist das Materia? Ist das Eis? Nein, das ist Materia. Oh, ja, da können wir auch hier reingehen. Ist es doch nicht hier? Ach. Entschuldigung. Hä? Wo ist meine Quest? Wo ist meine Quest? Quest? Let's fetze. Oh mein Gott. Hä, wo ist denn meine Quest? Ach, da. In der hintersten Ecke. Was? Na, wen haben wir denn da? Die freundlichen Helferlein vom Strand. Welch eine Ehre. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich frag nach Johnny. Johnny? Ah, dieser undankbare Junge, hm? Der lässt sich gerade als Held feiern, der die Stadt vor dem Untergang bewahrt hat. Aber seiner Bruchbude von Hotel wird das auch nicht helfen. Die muss er sicher bald dicht machen. Und Hojo? Was der Herr Professor da am Strand gemacht hat, kam überraschend, nicht wahr?
Allerdings war das, wie er mir im Nachhinein nachvollziehbar erklärt hat, ein sehr, sehr wichtiges Experiment. Die Schäden sind leider nicht von der Hand zu weisen. Aber dass wir dazu beitragen konnten, Shinras bedeutende Forschung voranzutreiben, freut mich als Bürgermeister außerordentlich. Und die Schäden? Ach ja, es gab ein paar Verletzte, aber alles halb so wild. Auf der anderen Seite sind wir diese komischen Umhangfritzen endlich los. Und dafür bin ich dem Professor unendlich dankbar. Und dann erst die großzügigen Entschädigungszahlungen, netten Entschuldigungsworte, die Shinra uns zukommen ließ. Aber Schwamm drüber, das sind Geschichten von gestern. Wir sollten vielmehr an unsere goldene gemeinsame Zukunft denken. So ein Schleimer. Ich hätte da auch gleich etwas. Meine Alleskönnerin könnte nämlich ein wenig Hilfe gebrauchen. Eine Alleskönnerin ist hier? Ah, ist sie vielleicht eine Bekannte von euch? Was für ein Zufall! Ihr müsst wissen, es gab hier in letzter Zeit Vorfälle, wo einige unglückliche Strandgäste Opfer von Meerestieren wurden. Also hatte ich diese Alleskönnerin beauftragt, sich darum zu kümmern. Aber bisher hat sie hier nur Party gemacht und keinen Finger gekrümmt. Sehr betrüblich, wenn man bedenkt, dass ich hier einen stattlichen Vorschuss gegeben habe. Jedenfalls würde ich euch nun gerne bitten, diese Kreaturen verschwinden zu lassen. Und die Alleskönnerin im Anschluss gleich mit. Hä? Das wäre ein gerechtes Ende für diese unverschämte Göre. Reden wir von Kiri? Es geht schließlich nicht an, dass man Geld nimmt und dann nur dafür feiern geht. Hm. Stimmt. Sicherlich vergnügt sie sich gerade am Strand. Macht kurzen Prozess mit ihr. Können wir ihn umbringen? Was ist los? Bitte? Oh, hier ist noch was. Der Gold Cup, Billy. Cloud, du hast es geschafft. Du kannst endlich am Gold Cup teilnehmen. Wenn du das liest, dann kommen sie sofort zum Chocobo Square. Ernsthaft? Okay. Ich nehme den natürlich an, aber den machen wir natürlich noch nicht. Weil sonst ja die Hauptquest weitergeht. Wieso haben wir eigentlich keine Klamotten mehr an? Also... Ach so, genau, das habe ich voll vergessen zu erzählen. Guckt mal. Ich habe hier... Habe ich ohne Aufnahme so ein bisschen hier aufgedeckt. Wir hatten 2 Chocobo-Haltestellen und 2... Schatzdinger nicht, glaube ich. Irgend sowas im Dreh. Vielleicht waren es auch 3 Schatzdinger, aber es war halt nichts Besonderes. Sonst hätte ich euch davon erzählt. Aber ich dachte, ich mache das mal. Hier wusste ich nicht wie. Hatte ich auch keine Lust dann mehr. Aber ich glaube, ich will das gar nicht machen. Also ich muss das nicht so perfekt machen. So, sehr gut. Hilfe, mach das weg. Okay, Kiri. Wo ist denn Kiri? Die ist wirklich ganz am Strand. Okay, da müssen wir da durch das Häuschen gehen. Glaube ich, war es. Richtig? Ja. Yeah. Na, die Damen? Ich hoffe, du bist weiterhin zielsicher. Oh Gott, bitte nicht. Hättest du nicht Lust, auf unserer nächsten Modenschau zu laufen? Aber hier gibt's... Oh Gott sei Dank. Boah, gar keine Lust. Boah, bei dem... Boah, ich weiß nicht. Das Minispiel nochmal. Oh, gar keine Ahnung. Zum dritten Mal? Puh. Hallo, Kiri. Oh, hallo, Cloud. Ich bin jetzt auch hier geschäftlich unterwegs. Gerade im Urlaub sitzt das Geld schließlich besonders locker. Hm? Marketing und Location sind perfekt dieses Mal. Hab schließlich aus Junon gelernt. Das kommt auch meinen Angestellten wie dir zugute. Hast du nicht einen Auftrag zu erledigen? Alter Langweiler, du hörst dich ja schon an wie meine Oma. Ein Mädchen will halt auch mal seinen Spaß haben. Außerdem war ich alles andere als untätig. Ich habe das Versteck der Viecher nämlich schon ausfindig gemacht. Fehlt also nur noch jemand, der sie zur Strecke bringt. Lass mich raten. Ich? Genau,
Die Chefin hat ihren Teil schon getan. Nur du bist im Verzug. Tu mal was für dein Geld. Unmöglich. Ich meine, so dreist bin ja nicht mal ich. Aber wenn wir nichts unternehmen, zieht sie den Namen Alleskönner in den Dreck. Hm. So sieht's aus. Also, hopp, hopp. Ich hab dir sogar schon ein Rezept rausgesucht. Ungeheuer sind ganz verrückt nach diesem Fraß. Musst nur noch die Zutaten für die Synthese zusammensuchen, Cloud. Bitte. Leg den Köder dann einfach dort auf, wo man gerade nicht baden darf. Was soll's? Kommst du mit? Die Zutaten für den Köder sind anscheinend super duper selten. Jedenfalls konnte ich sie hier in Costa nicht auftreiben. Wirst dein Glück wohl woanders versuchen müssen. Um den Auftrag der Alleskönnerin Kiri abzuschließen und ihr Ungeheuer zu eliminieren, wird ein legendärer Köder benötigt. Den legendären Köder kannst du durch Synthese herstellen. Dazu brauchst du Materialien, die du durch das Erlegen verschiedener geheimer Gegner erhältst. Untersuche zuerst die Lebensquellen in der Gongaga- und Kosmo-Region, um den Aufenthaltsort dieser geheimen Gegner in Erfahrung zu bringen. Ranke des Großmorbols und Jabberwockhorn haben wir bestimmt. Bin ich zumindest ziemlich sicher, dass wir also die Gegner gemacht haben. Okay. Was? Ernsthaft? Ich muss ich die jetzt nochmal? Muss ich die jetzt nochmal besiegen? Den Großmorbol? Wirklich? Oh, nee. Was weiß ich denn, wo der Großmorbol ist? Jagd 3. Kampfaufträge. Okay. Muss ich den jetzt wirklich nochmal... Oh Gott. Oh. Was eine blöde Kuh. Selbst Yuffie fällt schon auf, dass Yuffie nicht so schlimm ist. Ja, also so schwer ist das jetzt auch nicht, das zu schaffen. Los, es ist noch nichts verloren. Alles dreht sich. Arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Ihr macht das großartig. Flieg. So. Nachschlag. Nichts überstürzt. An die Arbeit. Boah, die Kampfrauschsphäre ist auf ihm halt wirklich krass. Überlass das mir. Kannst du übernehmen? Ich übernehme. Hoppla. Ich darf das hier noch auf die drehen. Zack. Ja. Na? Ja. Phoenix. Oh. So. Dann übernimm. Ich leg los. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Flieg. Du entkommst nicht. Ja? Das tut mir doch mal der Ausschauen weh. Dann los. So. Zum Angriff. Los geht's. Oh, mächtige Entfesselung. Ja, ja, genau so. Ja, dann mal furiose Verfolgung. Okay, im Team. Gebet. Triffst du von dort besser? Es geht los. Das war toll.
Komm schon! Arbeiten wir im Team weiter! Zack! Mit ihm mache ich mal Heilwogen. Damit wir die HP wieder hochkriegen. Also das zählt jetzt, ja? Oh, Entschuldigung, wir sind noch nur nicht fertig. Kein Übermut. Ich bin beeindruckt. So. Deine Unterstützung hat sicher auch zum Sieg beigetragen, oder? Natürlich. Immer. Mann! So, jetzt. Synthese. Okay, ja, Jabberwalk. Jabberwalk-Horn. Kampfaufträge. Wo war das? Cosmo, glaube ich, ja. Laufen. So, dann bitte ihn auch noch einmal. Doppelt gemoppelt hält besser, nicht wahr? Ein Hüftemesser, nicht wahr? Meine Sensoren haben den Jabberwock identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Seit jeher wird der Jabberwock als bösartiger Drache beschrieben. Alte Überlieferungen behaupten, überlass das dass mir. Tausende von Jahren ohne Nahrungsaufnahme und jeder seiner Schritte den Boden spaltet. Mittlerweile weiß man jedoch, dass er eine Art Ruhezeit einhält. Übernimm du. Überlässt das mir. Er starrt dort zu Stein und kann so extrem lange Zeiträume überdauern. Da er nur während sehr kurzen Zeitspannen aktiv ist, sind Sichtungen äußerst selten. Jetzt ist also die Gelegenheit. Wir müssen uns den Raum und die kostbaren Daten auf keinen Fall entgehen lassen. Biologische Daten werden analysiert. Hilfst du mir? Ja. Ja. Komm schon! Kampfrauschwere? Ja. Viel Erfolg! Jetzt zeig ich euch, was ich mir echt ein. Dann einmal Gebet. Du machst einmal Impulsi. Die Rückwärtssalto. Jetzt entscheiden wir es. Genau her. Was hast du? Feuer. Hast du Feuer? Nö, ne? Sehr gut. Machen wir einfach feurige Welle. Wechsel. Zieh dich zurück. Ich liebe hier richtig mit. Flammenblitz. Nichts überstürzt. Überlass das mir. Ja. Stirb. Ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Bin ich jetzt dran? Kannst du übernehmen? Ja, das war's. So. Ja, machen wir Mana. Komm schon. Du machst Subspirit drauf. Danke. Alles kommt los. Na? Du, übernimm du. Ich mach das. Dann übernimm. Es geht los. Oh. Wir gehen mal kurz auf Eris. Dann einmal Limit Union von Tifa. Oh, sie ist immer noch nicht durch, okay. Jetzt erst recht. Mann, diese Kacke da. Übernimm du. Überlass das lieber auf dich ab. Komm schon. Du machst jetzt Limit. Arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Dann übernimm. Was mach ich nur? Was mach ich nur? Ja, noch bin ich am Leben. Synchro-Fertigkeit machen wir göttliche Strafe. Los!
Ich bin mein Meisterleistung. Rucklacht. Nimm das. Fertig. Ich konnte die Daten erfolgreich meiner Sammlung hinzufügen. Vielen Dank. Das war wirklich hervorragende Arbeit. Ja, ja. Darf ich jetzt? Ich darf immer noch nicht. Okay, okay, okay. Jetzt. Dann würde ich einmal das synthetisieren. Und würde dann natürlich wieder nach Coral. Und zwar ist es das? Ja. Einmal nach dort, bitte. Hier drin. Okay, sehr gut. Und Aliop. Endlich können wir hier rein. Das hier müsste die Stelle sein, oder? Sollen wir den Köder mal auslegen? Ja, Frage ist, wohin? Oh, schön hier. Aber kommt man da oben nicht hin? Ich würde so gern nach da oben hin. Aber ich schätze mal nicht, ne? Hm. Naja, gut, dann nicht. Dann legen wir den Köder natürlich aus. Ohne unsere schöne Strandbekleidung. Ja, hier. Wegen legendärer Köder. Scheint doch zu wirken. Seeteufel, die hatten wir auch noch nicht, okay? Gott, bitte. Können wir bitte tiefer leben lassen? Das war's. Kannst du dann bitte einmal analysieren? Um den Schock anfällig zu machen. Mit blitzelementaren Attacken eine bestimmte Menge an Schaden, um die Häufigkeit seiner Attacken zu setzen. Was? Okay, interessant. Mach mal Schwertsturm. Ich leg los. Ich zähl auf dich. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Ja. Und jetzt bitte einmal Gebet. Zieh dich zurück. Das stehen wir durch. Zack, ja. Oh oh. Okay, dann Eis. Auf die A. Zersplittere. Und Eisra auf B. Jetzt nachsetzen. Zittere. Die Chance. Die sind aber auch echt lästig. Okay. Cloud. Blitzra. Blitz und Donner! Was für ein mieses Zeug das Zeug hier ist. Komm schon! Aui, was soll das? Du machst Limit Union von Tifa. Lass mich mal. Das war's. Und du machst kurz heilender Wind. Keine kommen. Und du machst so lange hier mit Tifa das da. Dann Blitzra auf den da. Gut gemacht. Zack. Tiefer macht stürmischer Umsturz.
Und Schuss! Dann übernimm. Überlass das mir. Die sind aber auch lästig. Los! Zum Angriff! Wo steht er? Der ist gewinnt! Die sind wirklich sehr lästig. So, Eris. Heilender Wind. Sie geben euch Kraft. Stürmischer Umsturz. Okay, sehr gut. Gehen wir zurück zu Kiri. Ja. Was ist eigentlich mit dem zweiten Auftrag des Bürgermeisters? Die Sache mit dem aus dem Weg räumen, meine ich. Also nicht, dass ich Kiri besonders mögen würde. Aber das wäre doch etwas übertrieben, oder? Wir werden sehen. Etwas übertrieben? Okay, gut. Ja, nur so ein bisschen halt, ne? Nur so ein ganz kleines Mini-Mikro-Makro-Bisschen übertrieben. Es reißt sich am aber fast schon nachvollziehbar. So, bevor wir an den Strand gehen, müssen wir natürlich die schöne Kleidung wechseln. Also in die schöne Kleidung wechseln. Wo kann man hier bitte Sonnenschirme kaufen? Und dann gehen wir zu Kiri. Ist das Materia? Ist das Eis? Nein, es ist Materia-Eis. So. Runde Füße waren gestern. Ich sollte vielleicht auch echt mal wieder einen Wheelie machen. Also nehmen. Vielleicht sollte ich irgendwann wirklich mal wieder auf einen Wheelie steigen. Gut, man erkennt ihren Stand schon von weitem. Oh, der Pilz. Süß. Da seid ihr ja wieder. Und? Alles erledigt? Ja. Dann werde ich gleich mal losziehen, um mir die Belohnung vom Bürgermeister abzuholen. Warte. Der Bürgermeister hatte noch einen Auftrag. Welchen denn? Er wollte, dass wir dich umlegen. Bitte? Das soll sicher ein Scherz sein, was? Wenn du darüber lachen möchtest, bitte. Aber mir ist es ernst. Jetzt komm schon! Wir sind doch Partner! Lief doch alles ganz toll bis jetzt! Ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist! Das fragst du noch? Denk doch mal nach! Gar nicht so einfach. Vielleicht. Weil ich so süß bin? Ich gehe dir einfach nicht mehr aus dem Kopf und deswegen musst du mich loswerden? Glaubst du das wirklich? Warte! Bist du vielleicht sauer, weil ich mir deinen Namen geborgt habe? Aber letztendlich dir die Arbeit aufheise und du gar nichts von der Belohnung bekommst? Nicht dein Ernst, oder? Meine Enkelin hatte schon immer einen fragwürdigen Humor. Oma! Eigentlich wollte ich hier nur die Sonne und das Meer genießen. Doch dann habe ich gewisse Gerüchte gehört. Warum habe ich mir nur gedacht, dass du dahinter steckst? Glaub mir, ohne Clouds Hilfe wärst du längst unter der Erde, mein Kind. Der ach so nette Bürgermeister ist einer von der ganz schlimmen Sorte. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du besser aufpassen sollst, mit wem du dich anlegst? Ja, ja, ist ja schon gut. Was heißt hier, ja, ja? Du bist viel zu naiv. Ich gebe mir aber wirklich viel Mühe. Und wer was tut, macht eben auch mal Fehler. Aber du weißt es ja eh immer besser.
Egal, was ich tue, es ist dir nie gut genug und du behandelst mich wie ein Kind. Ach, Kiri. Ich meine es doch nur gut mit dir. Schließlich sollst du irgendwann mal in meine Fußstapfen als Racheengel treten. Also, ich kann Kiri echt gut verstehen. Erwachsene behaupten oft, etwas sei für Kinder. Aber meistens wollen sie dann doch nur ihren eigenen Willen durchdrücken. Und das geht mir tierisch auf den Senkel. Der Racheengel war immer mein großes Vorbild. Schon als Kind. Aber ich bin nun mal nicht du, Oma. Ich werde niemals so werden wie du. Und will es auch ehrlich gesagt nicht. Ich bin nämlich ich. Und das ist auch gut so. Du bist wirklich genauso wie ich, als ich noch jung war. Hä? Ah, also gut. Ich halte mich ab jetzt zurück. Keine Strafpredigten mehr. Sag, was hältst du davon, wenn wir von nun an als gleichberechtigte Partner arbeiten? Oh. Ich wünsche mir doch einfach nur, dass du nach Hause kommst. Dann mach ich das mal. Danke, dass du dich so gut um meine kleine Alleskönnerin gekümmert hast. Ich nehme sie jetzt wieder mit nach Hause. Bitte sorg dafür, dass sie auch dort bleibt. Das kann ich leider nicht versprechen. Danke für den Beistand gerade. Kein Thema. Ich war einfach nur stinksauer. Lass dich nicht unterkriegen. Klar. Du dich auch nicht. Genug getrödelt. Wo wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch gleich zur Tat schreiten. Arbeit für den Racheengel? Da hab ich was. Geht um den Bürgermeister, weißt du? Mhm. Und Cloud, was jetzt? Die Alleskönnerin ist verschwunden. Der Bürgermeister sollte also nichts auszusetzen haben. Oh, ich finde es so schön, dass jetzt auch der Racheengel da war. Oh. Es ist wirklich so eine kleine Parade von Charakteren aus dem Remake-Teil. Es ist echt schön. So, wir müssen den kompletten Weg zurück. Das heißt, hier lang. Und dann nach oben. Oh, ich will auch Wheelie fahren. Egal, gib mir ein Wheelie. Heute reist man per Wheelie. Nee. Ah, jetzt. Ups. Ich habe eine Bank geschrottet, sorry. Vielleicht sollte ich doch lieber zu Fuß gehen. Entschuldigung. Bin lange nicht mehr gefahren. Oh, willkommen zurück. Diese unverschämte Betrügerin scheint dir ja losgeworden zu sein. Nicht ganz so, wie ich mir vorgestellt hatte, aber ich will mal nicht so sein. Hier ist eure Belohnung. Viel Spaß damit. Herr Bürgermeister, eine Katastrophe! Sehen Sie doch! Der geheime Tresor wurde geplündert. Alles weg. Wie bitte? Kommen Sie schnell zurück! Diese zusammengegaunerten Reichtümer nehmen wir hiermit an uns. Die gerissensten Diebe, die Costa del Sol je gesehen hat. Racheengel 1 und 3. Ich glaub's ja nicht. Voll cool. Tatsächlich erinnert mich das immer so ein bisschen, also von den Rache-Engel-Quests, das erinnert mich immer ein bisschen an Jan, die Kamikaze-Diebin, beziehungsweise Kamikaze-Kaito-Jan, glaube ich. Egal, keine Ahnung. 6 von 8 Aufgaben, was? Was? Hatte ich nicht? Was?
Ach so, das ist ja Billy-Auftrag und dann hier noch einer. Hä, aber waren es nicht nur zwei? Das werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Je mehr ich mache, desto mehr wird es. Aber gut, also kann ich mitleben. Was wollte... Ach ja, genau, ich weiß, was ich gucken wollte. Nämlich... wie komme ich denn da? Ne, gehen wir erstmal in eine Stadt. Beziehungsweise, doch eigentlich Stadt. Zum nächsten Auftragsort. Ja, gehen wir dahin. Und dann würde ich nämlich gerne gucken, was denn passiert ist, jetzt wo wir die Gruppenstufe erhöht haben. Weil ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch was kommt. Oh. Willkommen, ist es schon hier drin? Draußen ist es weiterhin. Wer bei Beck GmbH und KOKG anfangen will, kommt ran auf den Meter. Beck GmbH und KOKG ist ein Unternehmen mit durchschlagendem Erfolg. Wir zahlen auch eine angemessene Aufwandsentschädigung. Genau, angemessene Aufwandsentschädigung. Moment, was denn für eine Beschädigung? Dämlicher Esel, Entschädigung heißt das. Das ist der Zaster, den man als Angestellter bekommt. Ach so, tolle Sache das. So eine Entledigung. Aber Moment mal, ich bekomme doch gar keinen Zaster von der Firma. Gerade seriös deine Aufwandsentschädigung ist bei mir als Firmenchef in sicheren Händen. Das hat so seine Ordnung. Okay, gut. Herhören! Weg GmbH und KOKG! Oh, wir suchen dir! Oh Gott! Weg GmbH und KOKG? Ganz genau! Ihr kommt übrigens gerade richtig! Wir suchen nämlich neue Leute für die Firma! Wie wär's mit dem Vorstellungsgespräch, wo ihr schon mal hier seid? Ja, Mann, gute Idee. Alles gleich. Stell dir vor. Aber sonst geht's noch. Okay, schießen wir los. Erste Frage. Wie lautet dein Name? Cloud Strife. Cloud Strife. Im Ernst jetzt? Cloud Strife. Macht ja ordentlich was her, dein Name. Dann bräuchte ich mal ein paar Angaben zu früheren Tätigkeiten. Ich war mal Soldat. Das hört man doch gerne. Solche Leute braucht man immer. Kein Wunder, dass du so stark bist. Wie du dir sicher denken kannst, sind wir von Beck GmbH und KOKG spezialisiert auf die Schädlingsbekämpfung. Was meinst du, wie du unserer Firma am besten helfen kannst? Mein Aussehen. Als Stimmungskanone. Das war ein Witz, oder? Und zwar ein ziemlich guter. Lass doch mal sehen. Hey, was los? Könnten wir auf diese richtig unangenehmen Viecher hetzen? Dann hätten wir mit einem Schlag alle Probleme los. Nach gründlicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass du eine gute Verstärkung unseres Teams sein kannst. Gratuliere! 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 Fähigkeiten und Arbeitserfahrung lassen nichts zu wünschen übrig. Auch so einen wie dich haben wir hier schon sehnsüchtig gewartet. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du den anderen Mitarbeitern hier ein Vorbild sein könntest. Auf gute Zusammenarbeit! Ich, Chef, du, nix. Tu, was man dir sagt und wir werden richtig dicke Freunde. Richtig dicke. Wunderbar, dann kannst du gleich mal zeigen, wie du dich schlägst. Und das meine ich wörtlich. Es gibt da eine alte Straße, etwas außerhalb der Stadt. Also, Neuling, mach dich gleich mal auf den Weg dorthin und schau nach, wer dort Ärger macht. Sag nicht, dass du das echt machen willst. Nun hab dich nicht so. Wer weiß? Ist mal was anderes. Na, das kann ja heiter werden. Ei, ei, Chef, übrigens. So. Wo ist denn die Quest? Ah, einfach hier drauf. Okay. Ja, ich würde mal hier hingehen. Oh nein, ich wollte doch da oben drauf. Oh Mann.
Da wäre ich doch lieber gelaufen. Also besser gelaufen. Also, keine Ahnung. Das hat mich voll in die Irre geführt. Das war gemein. Picobello. Mein erster Lieblings-Chocobo. Ich würde da echt gerne wieder raufkommen. Kann ich hier rüber? Geht das? Picobello, du schaffst das. Du kannst fliegen, wenn du es möchtest. Oh nein. Okay, wir müssen den ganzen Weg laufen. War echt smart, dass wir uns da raus teleportiert haben. War bestimmt viel schneller als davor. So, dann einmal hier hoch. Eine Frage. Kann ich eigentlich was Neues synthetisieren? Ich habe ja nebenbei trotzdem ein bisschen Sachen eingesammelt, die wir lange nicht mehr hatten, aber scheinbar nicht. Und scheinbar leider nicht. Sehr schade. Aber gut. Dann eben nicht. Also einmal umdrehen und hier lang. Besiege die Ungeheuer. Wo denn? Ach, da hinten. Dann mal an die Arbeit für Beck GmbH und KOKG. Ey, Neulinge! Wie schaut's aus bei euch? Schon alle umgekloppt? Was soll denn das? Da steht doch wer! So ein Kack! Wir sind zu früh dran! Neulinge, an die Arbeit! Für euch immer doch. Muss ich mir wohl erstmal die Hände schmutzig machen? Nein, kommst nicht. Ja. Na? So, nochmal. Meiner! Jetzt nachsetzen! Ha! Eine Lücke! Na also, geht doch mit euch! Macht so weiter! Dann schafft ihr es vielleicht irgendwann zum Mitarbeiter des Boots! Wen haben wir denn da? Beck und seine blöden Männer! Die Pissbänder! Ihr habt euch so schnell aus Midgar verdrückt, wir konnten uns noch nicht mal verabschieden. Und auf einmal hieß es, dass ihr eine Firma gegründet habt. Da mussten wir natürlich vorbeikommen, um das gebührend mit euch zu feiern, wie es sich unter Freunden gehört. Kommt schon, wird eine geile Party. Ach nee, was ihr nicht sagt. Hey, Neulinge! Da habt ihr gleich den nächsten Job! Ihr macht das schon! Ja, macht ihr mal! Jetzt wird abgerechnet! Macht euch auf was gefasst! Wir wissen ja nicht mal, wer ihr seid! Jetzt macht mal hinter, Neulinge! Was, 24 Gegner? Okay. Okay, stürmischer Hackentritt. Umsturz. Leute, macht mal nicht diesen jetzt, ja? Komm schon, kommt nicht. Könnt ihr bitte Tiefer nicht töten? Das wäre sehr nett. So. Und jetzt Gebet. Na also. Arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Hey. Was? Bis hier und nicht weiter. An die Arbeit. Das sollte reichen. Leute, wartet doch mal. Sag mal. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Flieg. Jetzt erst recht. Übernimm du. Ich leg los. Hm. Ja?
Oh, die haben wir ja noch gar nicht analysiert. Ich leg los. Ah, Elektro. Na also. Magie Blitzer. Ausgezeichnet. Das war's. Stirb. So, Impulshieb. Hallo, Phoenix! Okay, nee, wir warten. Und Mutangriff. Alles geht. Das war's. Nochmal Mutangriff. Okay. Du machst Limit Union auf Cloud. Und tschüss. Und Limit Heil der Wind. Eigentlich wäre es ultra smart, vielleicht jemand anderen Limit Union zu geben. Damit man voll draufhauen kann. Aber meine Güte. Es ist sicherer so. Deswegen machen wir das so. Keine Chance. Der Feind ist geschwächt. Hau drauf, Phoenix. Hau rein. Wir sind jetzt dick im Geschäft und ihr seid raus. Kapiert ihr, Brückenpenner? Lieber unter der Brücke pennen, als zum Knecht des Kapitals zu werden. Hä? Wie war das? Habt ihr vergessen, wo wir herkommen? In den Slums hat man uns ausgelacht, verarscht und auf uns herabgesehen. Niemand wollte was mit uns zu tun haben. Aber eines konnte uns niemand nehmen, unsere Freiheit. Doch kaum wurdet ihr mal ein wenig aufgemischt, habt ihr gleich den Schwanz eingezogen. Wenn wir verlieren, werfen wir uns auf den Boden und spielen tot. So sind wir bisher immer durchs Leben gekommen. Eine Firma? Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Wo bleibt da das Abenteuer? Wo bleibt die Romantik? Wacht endlich auf! Was? Ich glaube fast, die haben... Ausgerechnet mir muss das passieren. Einmal kurz am Reichtum gerochen und schon vergesse ich, woher ich komme. Herhören, ihr Banditen! Die Beck GmbH und K.O. KG wird hiermit eingestampft. Gleichzeitig verkünde ich die Gründung von Becks Beinharter Bikerbande. Schnappt euch die Donnerhüpfen, Leute! Wir sind die neuen Könige der Landstraße! Jermus! 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 Aufsitzen, Leute! Ich will den Part mitspüren! Geht klar, Jermus! Sorry, aber ihr seid gefeuert. Aber hey, es gibt immer ein nächstes Wiedersehen. Lasst euch bis dahin nicht abziehen. Alle zugleich! Die pfeifen nicht auf alles. Ja, beneidenswert. Reingelegt. War das ein Versprechen, dass wir uns im nächsten Teil aufsehen? Wirklich? Versprochen? Okay, also. Was ich eigentlich gucken wollte, nicht wahr? Windmühlendorf? Nee, hier, ne? Olivers Farm, glaube ich. Ich würde einmal gerne an... Ja, da sind die Automaten. Ich würde wirklich einmal gerne an den Automaten gehen. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier, desto höher... Dann nehmen wir mal Yuffie. 9. Und was kommt nach der... Ja, aber ist das nicht die ganze Zeit schon gewesen? Geölter Blitz. Was können wir denn dafür mal weghauen? Azursturz eher nicht. Ich würde das zurücksetzen.
Wie viel brauche ich dafür? Oh, ich kann schon. Sehr gut. Stimmt. Ich wollte eigentlich auch mal gucken. Boah, das ist so stark. Wartet. Wir brauchen 25 Punkte. Hä, wie cool. Wie cool das aussieht, dass sie dann auch eine Brille aufsetzt. Nein, ich kann das nicht löschen. Das geht nicht. Das geht nicht. Alles nur nicht das. Ja, Juffi, meine Güte, dann machen wir das weg. Ist eh nur das mit den 3 ATB. Erhöht die magische Attacke, finde ich auch gut. Ja, das machen wir auch weg. Ich brauche noch 5 Punkte. Ja, komm. Dann müssten wir jetzt das aber auch können. Akkumuliert Magie, um mächtige magische Angriffe zu entfesseln. Während des Akkumulierens wird unter anderem die magische Attacke erhöht. Okay. Limit der Stufe 3. Tiefer. Boah, bei ihr fehlt halt so viel noch. Hm. Ja, ne? 45. Okay, wie viel brauche ich? Okay. Noch 10. Combo. Okay. Jetzt habe ich aber auch wirklich alles reingesteckt, um dieses Limit zu bekommen. Okay. Dann sollte ich vielleicht auch wirklich mal committen. Blutbesucher, sehr schön. Committen und nicht immer Eris das Limit nehmen lassen. Ja. Okay, wenn wir eh schon da sind, dann können wir uns ausruhen, weil unser Mana ist nicht mehr so ganz vorhanden. Und welche Nebenquest machen wir? Ich glaube, wir gehen einfach der Reihe nach. Also jetzt in die Junon-Region. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das macht absolut Sinn. Auf nach Unter-Junon. Hier. Aber was sollen wir denn jetzt bloß tun? Mir egal. Die salzige Seele. Priscilla ist wahrlich zur Republik zeichnen. Na, dann. Was, Priscilla ist ja eine Augenweide? Okay, gut. Ihr Kinder, das ist gar nichts. Du hast sicher die Übertragung aus Wutai gesehen. Ja, ja. Obwohl ich alle Entwicklungen bei Shinra genau verfolge, kann auch ich nicht sagen, wie man reagieren wird. Lass also Vorsicht walten. Nur so als Frage. Ja. Yep. Okay. Haben wir dann aber... Nee, Coral haben wir noch nicht. Okay, dann machen wir das einfach immer danach. Dann fällt es gar nicht so sehr auf. Vielleicht können wir dann jetzt schon mal die Limits testen. Am besten... Okay, ich hab die Idee, ja? Zack, ja? Los, ja. Hier. Hier gegeben. Oh, das dauert ja an. Ups. Zeig ich euch, was ich kann. Das tut weh. Oh. Auch gut hier. Ich hab die Idee. So. Entschuldige, es muss sein. Hat sie ganz allein geschockt. Krass, ja, oder? Ist für dich. Arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Das war's. Dann übernimm. An die Arbeit.
So. Für dich. So. Die Limmenleiste bleibt ja hoffentlich erhalten. Hoffe ich. Hoffe ich sehr stark. Ja? Nein? Vielleicht? Nein. Okay, sehr gut. Mann. Das war knapp. Ich hatte die Hoffnung, dass wir, also Aeris ihr neues Limit machen lassen können. Was ja die ATB-Leisten, die Limit-Leisten, glaube ich, komplett aufdingst. Von ihren Kameraden. Das heißt, danach könnte ich alle beiden anderen Limits auch machen. Wo ist denn die Fallgrube? Ach, da hinten. Mann, Junge. Oder Mädchen? Ist ja egal. Oh, Baby. Oh Gott, es schläft so süß. Es sieht aus wie Watson, wenn er schläft. Okay. Gleich kommt ja auch irgendwas, wo die Limitleiste sich in einem Kampf füllen lässt, nicht wahr? So. Mann, ich bin doch ausgewichen. Gut, ich habe das Gefühl, das wird schwierig, die Limitleiste zu füllen. Oh, 5 WP, das heißt, ich könnte die anderen Sachen skillen. Aber das ist egal. Ist egal, ist egal. Das machen wir dann. Oh, nicht die Ottifanten. Oh, die Elferdunks sind so nervig. Wobei sie jetzt mit Kampfrauschsphäre echt okay sein müssten. Okay, eine Kampfrauschsphäre. So, hier noch mal eine Kampfrauschsphäre drauf. Ach, der ist tot. Okay. Oh, wir sind traurig. Das mit dem traurig und sonst was habe ich noch nie verstanden. Das gab es auch im Original. Ich habe es noch nie verstanden. Oh nein. Er wurde geklont. Beat, was soll das? Warum? Warum fällst du mir so in den Rücken? Meiner ist hier geblieben. Eine Lücke. Ja, zack. Die Schau. Okay, stürmischer Umsturz. Jetzt wird's stürmisch. Das ist kein Problem.
Toilette! Rückwärtssalto. Hier geblieben. Eine Lücke. Ja. Und die Schaufel. Ups, bin voll reingelaufen. Zack, ein Ende. Mal gut gegangen. So, die Dame, wir kommen hier mal, um zu helfen. Dann noch eine Kampfrauschsphäre. Du entkommst nicht. Zack, ha! Die Chance. Solange er sich in der Kampfrauschsphäre dreht, ist alles gut. Es ist vollbracht. Frost, sehr schön. Da war aber sehr gnädig. Sogar schon Stufe 2. Wow. Wie soll ich damit klarkommen? Behandeln. Glut. TP-Boost. MP-Boost. Wiederbeleben. Wo Elementaraffinität? Ihr seid wirklich gewissenhaft beim Sammeln von Kampfdaten. Ja. Es gibt noch viele weitere Phänomene. Ich baue auf deine Unterstützung. Jetzt bin ich schon wieder dahin gelaufen. Ich wollte einmal was überprüfen. Die haben da oben alles zugebaut. Ich wollte einmal. Ja. Ihr, das ist wirklich Krieg. Cloud! Yuffie! Hm? Also sagt mal, was zieht ihr denn für Gesichter? Die Erwachsenen sagen, dass es bald Krieg gibt. Es sieht wohl ziemlich schlimm aus. Wir sind hier direkt unter Junon. Da kriegen wir doch im Ernstfall sofort was ab. Nein. Ich denke nicht, dass euer Dorf die Munition wert wäre. Aber vermutlich würdet ihr recht schnell besetzt werden. In dem Fall wäre es wohl besser, euch schnell zu ergeben, um potenzieller Gewalt zu entgehen. Hm? Okay. Das baut jetzt nicht sonderlich auf. Okay, hört mal. Wie lange ist es her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hm? Wollen wir da nicht lieber was Schönes machen? Gute Idee. Woran hattest du denn gedacht? Das ist es. Oh nein. Darf ich vorstellen? Der putzigste und zugleich begabteste Delfin aller Zeiten. Das wird eine Wahnsinnsshow. Eine Runde Applaus, bitte. Beim Sprinten mit Fini kommt es darauf an, das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Weiche dazu den Hindernissen aus und stoße die Bälle weg, um Finis Laune und damit sein Tempo zu steigern. Biete den Kindern am Strand eine Show, die sie so schnell nicht vergessen werden. Was? Okay. Ich wünsche dir eine Delphi-tastische Zeit. Delphi, danke schön. Oh nein. Ich weiß die Steuerung noch nicht mehr. Hä? Ich dachte, ich muss sie wegstoßen. Ich dachte, wegstoßen macht viel Spaß. Oh. Bin ich gegen das Ding geflogen? Zufällig? Das kann sein, oder? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ah, jetzt. Okay. Ja. Aua, oh, das habe ich nicht gesehen. Hä, das war doch gar nicht mal angefasst. Das war so überhaupt gar nicht angefasst.
Okay, aber es müsste irgendwie machbar sein, hoffe ich. Hoffe ich. Okay. Wie viel Zeit darf ich haben? 1,40? War es 1,40 oder war... Oh Mann, da konnte man ja nicht hinsehen. Was? Aber witzig sah schon irgendwie aus. Wie jetzt? Das war so schlecht, dass es schon wieder lustig war. Hä? Chat, seid ihr das? Jetzt tun wir uns ein paar Materia. Welche von der richtig starken Sorte. Und damit erledigen wir dann schwuppdiwupp Shinra, Sephiroth und alle anderen. Genau. Ihr habt gehört! Der Eintrittspreis für die Delfinshow beträgt pro Person eine Materia. Also immer her mit den guten Teilen! Hey! Sowas hab ich aber nicht! Das ist Wucher! Nee, Wutai. Danke, Cloud. Du zeigst uns doch eines Tages nochmal eine Delfin-Show, oder? Klar. Wieso machen wir nur noch Sachen mit Yuffie? Das ist meine Frage. Alle warten auf eine Zugabe. Neue Aufträge? Schon wieder neue Aufträge? Okay. Ja, 1,40. Das kriegen wir doch hin. Na dann mal los, Cloud. 18 Sekunden easy, oder? Also entweder muss ich mehr gut machen oder weniger schlecht. Und es macht absolut Sinn, was ich gesagt habe. Und das meine ich wirklich ernst tatsächlich. Vielleicht sollte ich auch einfach mal die Klappe halten. Gar kein Problem. Das war nicht knapp. Das war easy. Ich will auch einen Delfin als besten Freund. Tschüss. Na gut. Dann nicht. Na gut. Hä? Wir haben ja wohl... Also... Wieso denn da nicht? Wir haben doch gerade also die beste Show des Lebens präsentiert. Oder nicht? Ja, bitte? Also Kinder heutzutage, ich sag's euch. So anspruchsvoll. Ups, gut. Was machen wir hier? Können wir bitte einfach die Treppe hoch? Danke. So, angeblich gibt's jetzt noch einen Auftrag.
vor langer, langer Zeit. Okay, jetzt aber. Hm? Alle mal hergehört. Das gibt jeden widerlichen. So. Was gibt's denn hier? Ungetüm aus der Tiefe, Gardisten der 7. Infanterie, Junon-Region, Kap der Krater. Die Südküste in der Junon-Region am Kap der Krater wurde zum Sperrgebiet erklärt. Anwohner werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Shinra-Militäreinheiten werden dringend um Unterstützung gebeten. Ja. Müssen wir... Wo ist denn das Kap? Ah, hier ist das Kap. Der Kap. Das Kap? Der Kap. Okay, wo? Erstmal hier weiter. Und dann... um das runde Ding hier abbiegen. Und hier hin, richtig? Ah ja, da. Hey, Freunde! Kommandant? Sie sind es doch, oder? Oh mein Gott. Gardisten der 7. Infanterie? Ach ja. Kommandant, sind Sie gekommen, um uns zu unterstützen? Könnte man sagen. Wie ist die Lage? Sir, es ist uns gelungen, das Ungetüm einzukesseln. Aber wir haben es mit einem unerwartet starken Gegner zu tun. Wir hatten zwar Unterstützung angefordert, aber dass sie persönlich erscheinen würden. Im Moment verhält es sich ruhig. Aber wer weiß, wann dieses Wesen wieder zuschlägt. Wir müssen es so schnell wie möglich unschädlich machen. Meinst du, wir sollten ihnen helfen? Wir reden aber nicht von dem Kondor, oder? Hier entlang, Kommandant. Bitte nicht den Kondor meinen, ja? Es ist so schön, dass man... Mann, ich liebe dieses Spiel so sehr. Oh, das hier, die Frau Oberkommandantin. Du bist doch... Oh, sie heißt wirklich Oberkommandantin. Bleib zurück. Wie, was ist das denn? Jawohl! Ich beschütze euch, meine kleinen Wubbelbubbels. Euer Kommandant wird euch für immer beschützen, vor allem. Alles ist erlaubt. Aui. Und los! Was ist denn? Nutze die Elementarschwäche. Okay. Okay, gar kein Problem. Dann machen wir einen Eisra auf den. Und Eris macht eine Vitra auf Tiefer. Jetzt erst recht. Du machst... Also Cloud, ja. Du, dann impulsiv von mir aus. Es geht los. Dann machst du noch mal einen Eisra. Zersplittere! Eine Lücke! Ja! Nachschlagen! Ja! Und dann machst du ein Rückwärtssalto. Da! Das sitzt! Ja! Und? Entfesselung! Und tschüss! Und ja. Los! Konzentration! Okay, Eris. Mit vereinter Kraft. Überlass das mir. Wir machen Limit Union. Es geht los. Dann lassen wir uns einmal treffen. Hallo? Danke. Oh nein, wie kann man... Müssen die Balken dann voll sein? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Los geht's. Also kann sie jetzt... Nee, auch nicht. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wann ich welches Limit machen darf. Übernimm du. Los.
Dann Kampfraumsphäre. Ich leg los. Der Stufe 3. Naja, dann mach einfach mal. Jetzt erst recht. Wenn du schon geklaut hast. Und tschüss. Ich zähle auf dich. Ja, dann machen wir. Nee, machen wir hier. Ja, Spiralsprung. Okay. Und dann kannst du nämlich einfach Eisra machen. Was habe ich da gerade abgeschlagen? Das ist gar nicht gut. Schnell! Wir müssen die Verfolgung aufnehmen, ehe es zivile Opfer gibt. Ein Chocobo könnte seine Fährte sicher aufnehmen. Kann ich auf dich zählen? Ja. Dann los. Der Rest kommt mit zurück nach Junon. Wir müssen Bericht erstatten über die Lage. Dieses Ungeheuer kämpft ohne Gnade. Unterschätze es. Und deine Eingeweide sehen schneller Tageslicht, als dir lieb ist. Also nimm diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter. Ja, Chefin. Wir werden Bericht erstatten und danach kommen, so schnell es geht. Viel Glück bis dahin. Abgetreten. So. Red, kannst du das nicht machen? Ja, Bella. Dann mach du mal. Ja, gut. Wir sollten... Ja, vielleicht hier lang, nicht wahr? So, jetzt. Hops, hops. Ich meine, ich bin schneller als der Geruch. Okay. Okay, wir müssen kurz schwimmen. Gar kein Problem. Das schaffen wir natürlich. Ah, da hinten, oder? Oder was ist das Blaue? Ja, ist es, oder? Ist er das? Ich glaube schon. Ja, ja. Was macht der da? Sir? Oh. Marco. Wurde vollständig geheilt. Naja. Hey, warte doch mal. Wie bitte? Was soll denn das jetzt? Okay, die hatten wir aber schon. Jetzt zeige ich euch, kannst du übernehmen. Lass mich mal. Ja, alles Wind. Gut. Cloud, du bist heute der Mann der Stunde. Dann nimm mal windige Verkettung. Jetzt ziemlich schwach. Hey, da war ich. Das war nicht, was ich wollte. Wir machen nochmal windige Verkettung. Übernimm du. Überlass das mir. Du, Mann. Ist das alles? Wow. Bin ich jetzt drin? Na? Los, was? Ja, lass mich mal. Und Gebet. Let's go. Jetzt erst recht. Wir machen wieder windige Verkettung. Tor ausgezeichnet. Und tschüss. Das war's. Okay, Mutangriff. Volle Kraft. Ich sehe hier nichts. Dann würde ich einmal Aurora. Jetzt stürmt. Jetzt. Und tschüss. Okay, dann einmal nee, Impulshieb. Schluss mit lustig. Bringen wir es hinter uns. Okay, Limit.
Oh, nur Kreuzschlag. Was soll das? Welche letzten Worte? Nachschlagen! Muss ich dringend mal googeln. Okay, Megatrank, weil 99. Dann nehmen wir einfach noch einen Megatrank. Haben ja genug davon, nicht wahr? So. Hä? Ich drück gerade die falsche Taste, ich bin so doof. Ja, hier. Okay, wir müssen nach oben. Wie kommen wir denn da nach oben hier lang? Oh, wartet, das... Da sind Kaninchen irgendwo. Und da. Hä, wie kann ich denn da die Bushaltestelle, die Chocobo-Haltestelle gemacht haben, aber nicht die Häschen geerntet? Bin ein bisschen schockiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hat abgebrochen. Jetzt. Ah, jetzt wieder, okay. Bin da, hallo, hallo, hallo. Okay, dann gehen wir natürlich hier hoch. Boah, wie ich das nicht vermisst habe. Wobei hoch ja noch geht. Man kann ja eh nicht nach unten gucken. Ich finde es immer noch super krass, wie viele verschiedene Möglichkeiten sie sich allein für die Chocobos überlegt haben, weil ja wirklich jede Region ihre eigene Besonderheit bezüglich Chocobo hat. Okay, ich meine, klar, die erste zählt jetzt nicht, weil da erstmal ein Standard-Chocobo ist, aber ist ja trotzdem was Neues, weil davor hatten wir keine Chocobos. Keine Chaco. Keine Chocobos. Ah, jetzt. Die Kugel war langsamer als ich. Okay. Und nach oben, schnell, bevor die Gegner angreifen. Danke. Sag mal, wo ist er denn hin? Hat er so Angst vor mir? Ah, da ist er ja. Hallo, Kumpel. Ja, was war das? Hä, wieso ist sie geflogen? Was war das? Okay, Eisra. Hä? Oh, meine gewisse Schaden. Aber es hat gerade nicht. Überlass das mir. Was macht der denn da? Vitra auf Tifa. Zieh dich zurück. Was? Was hat der gerade für einen Buff? Ist das Magie? Warte mal, Legende? Reflekt. Ist Reflekt. War, glaube ich, Magie, ne? Und tschüss! Haben wir da irgendwas? Nee, ne? Ich zähl auf dich. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Ja. Magie, sehr gut. Dann. Genau so. Selbst schuld. Nee, mach einfach. Oh mein Gott, nicht runterschmeißen. Er nervt mich ein bisschen. Ich geb's zu. Er nervt mich ein bisschen. Viel Erfolg. Überlass das mir. Und los. Gut gemacht. Nicht aufgeben. Ab mit dir. Wollen wir uns da? Zählt das? Ich glaube, das zählt auch nicht. Nur ja. Zusammen.
Wollen wir? Es geht los! Und los! Wirkungslos, sehr gut, aber ich habe mein Dings voll. Du schaffst das schon. Ich mach das. Überlass das ruhig mir. Schwertsturm. Schwertsturm. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Hackentritt. Hackentritt. Hey, sag mal, warum ist der so weit weg plötzlich? Umpolung. Oh, Gott sei Dank. Komm schon. Triffst du von da? Lass mich zu überstürzen. Es geht los. Oh nein. Ich hab einfach nicht genug trainiert. Ich brauch Spiralsprung. Okay. Ich brauch's Mana-Dings. Okay, und jetzt ganz schnell Eis. An, jetzt mach! Oh Gott, ich komm noch nicht raus! Und los, bin dabei! Hilfst du mir? Ich gebe nicht auf! Immer noch nur Salto. Ja gut, dann machen wir Aisra und Eris Limit Union von Tifa. Ja gut. Das kann doch nicht. So geht das aber nicht. Verstanden? Oh nein, der hat wieder Refleck. Nicht den Refleck. Okay, gar kein Problem. Ich hätte gern jetzt Engel. Damit sollte es wieder gehen. Und danach heilender Wind. Ich übernehme. Was? Du musst das beenden. Ja. Stirb. Hier. Ja. Finis. Ja. So. Einmal Impulshieb bitte drauf. Verdammt. Impulshieb. Ja, klar. Ja, klar ist er jetzt wieder weg. Oh Gott. Alles geht. Ich habe das Gefühl, der mag mich nicht sonderlich, der Gegner. Spring für mich ein. Ergreifen wir die Chance. Dann los. Das war's. Zack. Nachschlag. Es reicht jetzt. Nachschlag. Mir reicht das jetzt mit dir. Ich sehe nichts. Sieht aus, als wärt ihr erfolgreich gewesen. Ja, Frau Oberkommandantin, Sir Ma'am, Sir, Frau Oberst. Danke für eure Hilfe. Ma'am. Man sieht dir an, dass du eine Frage hast. Na schön, raus damit. Ich frage nach den Gardisten. Die Gardisten der 7. Infanterie müssten doch eigentlich in Midgar stationiert sein. Warum sind sie noch hier in Junon? Eigentlich sollte ich dir das nicht verraten. Aber als Dank für deine Hilfe, Befehl von oben. Nach der Parade wurden wir hier stationiert. Noch etwas? Über die Kreatur. Diese Kreatur war ein gemeinsames Projekt der Forschungsabteilung und der Abteilung für Waffenentwicklung. Sie wurde in einer speziellen Unterwassereinrichtung gehalten, konnte aber nach einem Zwischenfall vorgestern flüchten. Die genauen Zusammenhänge werden noch untersucht, aber es heißt, die Anti-Shinra-Verbindungsgruppe hätte ihre Finger im Spiel. Die kennst du doch sicher, oder? Kein blassen Schimmer. Ich frag mal nach der Anti-Shinra-Verbindungsgruppe. Ein Zusammenschluss von Shinra-Gegnern, die über das Land zerstreut und dennoch eng vernetzt sind. Sie alle wollen Shinra stürzen, aber es herrscht keinerlei Einigkeit darüber, wie sie das anstellen wollen und was danach kommen soll. Unter ihnen sind nicht wenige, die ohne Zögern zivile Opfer in Kauf nehmen. Ein rücksichtsloses Pack. Der Ausbruch dieser Kreatur geht garantiert auch auf ihr Konto. Sollte das stimmen, machen wir Behemoth-Futter aus ihnen.
Also ich würde eher mal nach Hojo fragen, tatsächlich. Und die Mission? Unser Auftrag war es, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Daher haben wir diese Kreatur verfolgt. Wir konnten sie erfolgreich zurückdrängen und somit von potenziell gefährdeten Zivilisten fernhalten. Doch leider war sie zu stark für uns. Nachdem wir uns von ihnen getrennt hatten, sind wir nach Junon zurückgeeilt, um weitere Verstärkung anzufordern. Aber es hieß, man könne uns nicht helfen. Es stünden nicht genug Gardisten zur Verfügung. Blödsinn. Gardisten gibt es genug. Die wollen nicht helfen. Es geht nämlich das Gerücht um, dass wir uns mit der Anti-Shinra-Bewegung verbündet hätten. Warum? Wo kommt denn das Gerücht her? Also, wie kommt denn da jemand drauf? Ich gebe zu, dass ich Sorge hatte, ob die Sache gut ausgeht. Aber ihr habt es geschafft, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ihr habt euch dort draußen gut geschlagen. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages mal einen Soldaten befehligen würde? Und dann auch noch einen mit so einer Truppe im Schlepptau. Ein paar Terroristen, eine Ninja aus Wutai, ein Versuchskaninchen und eine Nachfahrin vom alten Volk. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück. In meinem Abschlussbericht wird stehen, dass dieser Sieg einzig und allein der 7. Infanterie Midgars zu verdanken ist. Das heißt, sie lassen uns laufen? Macht euch lieber aus dem Staub, bevor ich es mir anders überlege. Sonst spendiere ich euch eine Runde Rodeo auf einem Drachen. Wenn wir das alles hier überleben, werden wir uns sicher eines Tages wieder begegnen. Und dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ganze Kompanie, zollen wir unserem Kommandanten Respekt! Salutiert! Ich liebe euch. Wir hätten sie da nicht mit reinziehen dürfen. Ich hab Pippi in den Augen, ich weiß auch nicht. Oh, das war schön. Es ist jetzt, glaube ich, wirklich leider die Abschiedszeit. Es ist die Zeit, wo man mit den Nebencharakteren nochmal in Verbindung kommt, um sich von denen verabschieden zu können. Und das ist echt traurig. Aber mit tränenden Augen vielen Dank fürs Zusehen. Und die nächsten Nebenaufträge kommen in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tüdelü, tüdelo.